Schon seit 100 Jahren ist hier kein Bier mehr gebraut worden. Trotzdem kennen die Älteren das Gebäude im Stadtteil Kreuz noch immer unter seinem alten Namen Kreuzbräu. Seit 2004 steht das Gebäude, zuletzt Malz- und Kunstmühle und auch Getränkemarkt, leer. Nun sollen luxuriöse Wohnungen dort entstehen. Swutz schaut daher nochmal vorbei, bevor der Umbau beginnt. Herzlich willkommen hier bei Swutzdok. Wir sind heute in der Kunstmühle Fritz Schmidt. Neben uns sitzt der Thomas Dressel. Hallo. Was machst du hier? Ich bin hier der Geschäftsführer und mir gehört es auch hier teilweise mit. Und das ist unser Familienunternehmen hier. Und ja, wir haben hier eine Mühle, sind wir hier drinnen. Und das wird demnächst hier umgebaut auch. Aha. Und kommt eine neue Mühle rein oder? Nein, hier, wird einer neuen Bestimmung zugeführt. Das heißt also, es werden hier Wohnungen reingebaut und es kommt hier neues Leben rein und ich denke, das wird sehr spannend. Was mich jetzt noch als Kreuzer interessieren würde, bleibt das Logo oben am Dach erhalten? Das soll eigentlich erhalten bleiben. Das heißt also, auch die äußerlichen Formen sollen eigentlich möglichst erhalten bleiben. Da wird also, klar, außen irgendwelche alten Dächer werden weggemacht oder irgendwelche Vordächer kommen weg. Aber sonst wird es, denke ich mal, schon sehr gut hier. Thomas, wie lange wird der Bau dauern? Also es wäre schön natürlich, wenn es schnell gehen würde, aber wahrscheinlich wird es so 1,5, vielleicht bis 2 Jahre dauern. Das kommt drauf an. Die restlichen Umbauarbeiten werden innen noch gemacht, aber am Anfang wird es halt außen auch viel. Es kommt eine Tiefgarage auch hierher, sodass also wir hier anschließend auch wieder den Ruhebereich Hof haben, sodass also auch hier die Anwohner, die hier wohnen, einschließlich mir, natürlich auch wieder die Ruhe haben. Hier wird natürlich nicht so ruhig sein, wie es jetzt, wenn es überhaupt nichts benutzt wird, aber in Zukunft, denke ich mal, wird es sehr interessant hier werden. Thank you.
Du hast natürlich hier auch den geilsten Ausblick in der Stadt. Bist du da öfters mal oben und schaust einfach mal auf die City? Also das ist hier eigentlich perfekt hier. Wir genießen es oder haben es genossen, immer Weihnachten bzw. Silvester dann oben zu sein, um dann über das Feuerwerk, über der Stadt Bayreuth zu genießen. Das ist natürlich war für uns als Kinder und auch natürlich jetzt noch für meine Kinder natürlich immer ein Highlight, da oben zu sein und das anzuschauen. Das ist natürlich perfekt. Auch im Sommer, wenn es schön draußen ist, kann man sich da oben natürlich schon mal so auf ein Gläschen Wein hinsetzen. Das ist keine Frage. Aber das wird in Zukunft natürlich, da das verkauft wird, natürlich nicht mehr meins sein. Leider. Aber es geht nicht anders. Thomas, ich danke dir für das Interview. Bitte. Gerne geschehen. Und so soll es aussehen, wenn es mal fertig ist. Liebe Kunstmühle, wir wünschen dir alles Gute.